Diese neuen Anime musst du unbedingt schauen und ich stelle sie dir vor. So dauert es nicht mehr lange und der Herbst steht vor der Tür. Somit starten auch wieder viele neue Anime. Von Hammer-Action-Anime über wunderschön animierte Serien bis hin zu heftigen Rachegeschichten ist alles dabei. Doch bevor wir loslegen, gilt wie immer, wenn ich jede Season dir die neuen Anime vorstellen soll, dann drücke auf den Like-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um es dann nicht zu verpassen. Los geht es gleich mit einer wunderschön animierten Serie, auf die sich schon extrem viele freuen, und zwar die Tagebücher der Apothekerin. Und da geht es nämlich genau auch um diese Apothekerin, und zwar die gute Mao Mao. Und die will eigentlich nur ein ganz normales Leben leben. Das Problem ist nur, sie wird eines Tages entführt und dann verkauft an den Palast. Und da arbeitet sie jetzt als niedrige Dienerin und ist in gewisser Weise für Kräuterkunde zuständig. Aber dann eines Tages werden Leute im Palast krank. Und unsere Protagonistin findet dann heraus, dass es sich um ein Gift handelt. Und dadurch wird sie jetzt von dem guten Eunuchen Jinshi befördert. Und der gibt ihr jetzt gewisse Aufgaben, dass sie zum Beispiel Tränke brauen muss oder Rätsel lösen muss. Und das geht, glaube ich, am Ende des Tages so ein bisschen in die Richtung von Raven of the Inner Palace. Nur, dass das nicht alles so übernatürlich ist wie in dieser Serie. Aber dass das vielleicht auch hier und da mal so ein bisschen episodisch wird, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Der Trailer sieht fantastisch aus und mal hier eine weibliche, starke Protagonistin. Also darauf habe ich auch Lust. Deswegen, das wird auf jeden Fall eine fantastische Serie werden. Soll im Oktober losgehen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Sollte ich mal vergessen, das Datum zu sagen, dann werde ich das immer unten rechts einblenden. Da blende ich ja immer den Namen der Serie, das Genre ein und eben auch das Startdatum. Actionmäßig wird es dann in Undead Unluck. Und bei diesem Anime geht es um die gute Fuko und die will eigentlich nur ein ganz normales Leben leben und sich verlieben. Nur sie zieht aus irgendwelchen Gründen das Unglück so richtig an. Bis sie dann auf den guten Andy trifft und der ist in gewisser Weise das genaue Gegenteil von ihr. Er ist unsterblich und er will einfach nur sterben. Und deswegen schließen die beiden sich jetzt zusammen. Also der gute Andy verspricht sich dadurch halt durch Fukos Unglück irgendwann drauf zu gehen. Aber dann werden sie jetzt von einer bösen Organisation verfolgt und natürlich will der gute Andy Fuko beschützen. Ob er das schafft und gegen wen er da alles kämpfen muss, das müsst ihr schon selber herausfinden. Der Trailer sah auf jeden Fall Hammer aus. Also der ist auf jeden Fall richtig gut animiert und könnte zu coolen Kämpfen führen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt drauf. Soll am 6. Oktober losgehen. Das Ganze kann aber auch ein bisschen früher starten aufgrund der Zeitverschiebung. Denn Japan ist theoretisch ja in der Zukunft. So kann man das in gewisser Weise sehen. Krimi-mäßig wird es dann wieder in der nächsten Serie. Und zwar bei Meisterdetektiv Ron Kamonohashi. Da ist nämlich ein Serienkiller unterwegs und der gute Polizist Totomaru Ishiki soll den fassen. Er kriegt das aber nicht wirklich hin, denn er ist eigentlich nicht so wirklich für den Job geeignet, ist viel zu naiv und deswegen soll er sich jetzt mit dem guten Ron zusammenschließen. Der wurde damals von der Polizei rausgeschmissen und hat sich jetzt zurückgezogen, ist so ein bisschen Level 1 Demon Lord mäßig unterwegs, hat seine Haare wachsen lassen, sich so ein bisschen gehen lassen, aber jetzt steigen die beiden wieder in die Detektivarbeit ein und ob sie es schaffen, den Serienkiller zu finden und er seinen Ruf wiederherstellen kann, da müsst ihr schon selber mal reinschauen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf so eine Krimiserie, die hoffentlich eher auf so einem realistischen Niveau ist. Das könnte auf jeden Fall cool werden. Soll dann am 2. Oktober losgehen. Superheldenmäßig ist dann wieder Shai und das ist in gewisser Weise die Kombination von My Hero Academia plus Bocchi the Rock. Wie das funktioniert, werde ich dir jetzt erklären. Und zwar wurde der dritte Weltkrieg so gerade von Superhelden verhindert. Und nicht Superhelden wie in My Hero Academia, dass es da irgendwie hunderte, tausende gibt, sondern jedes Land hat nur einen Superhelden oder eine Superheldin. Und man kann es sich schon denken, aber die gute Tero, die ist halt die Superheldin von Japan und ziemlich schüchtern unterwegs. Daher auch der Name der Serie. Und eigentlich ist sie auch ziemlich stark, beziehungsweise rettet auch regelmäßig Leute, aber sie ist trotzdem nicht so wirklich beliebt, denn sie läuft danach immer weg. Also macht dann keine Pressekonferenz, beziehungsweise sagt auch gar nicht groß, yo, ich war diejenige,
diejenige, die die gerettet hat. Aber vielleicht kommt sie dann doch im Laufe der Serie aus ihrer schüchternen Schale heraus, beziehungsweise schafft dann doch die Herzen der Leute zu erobern. Da müsst ihr schon auf jeden Fall selber reinschauen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Der Manga ist auch ziemlich beliebt. Aus irgendwelchen Gründen mag ich das Charakterdesign nicht. Ich weiß es auch nicht. Und deswegen war ich echt froh, dass ich jetzt darauf gewartet habe, dass das Ganze einen Anime bekommt, weil das, finde ich, sieht irgendwie deutlich passender aus, meiner Meinung nach. Oder sagt zumindest meinen ästhetischen Vorlieben, sagt das deutlich mehr zu. Aber ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Soll im Oktober starten, die Serie. E-Sports-mäßig wird es dann wieder in der nächsten Serie. Und zwar Our Wayne Protocol. Da geht es nämlich um den guten Shun und der zockt für sein Leben gerne. Er muss aber mit diesem Hobby aufhören aufgrund eines Schicksalsschlages, denn sein Vater stirbt bei einem Unfall und seine Schwester Mio kann nicht mehr laufen. Und damit die Familie nicht komplett in der Armut feststeckt, nimmt jetzt unser Protagonist für sie halt Nebenjobs an, beziehungsweise versucht sich in der Schule ordentlich anzustrengen, damit er halt später einen fantastischen, gut bezahlten Job bekommt und damit halt dann seine Familie unterstützen kann. Er arbeitet jedoch in einem Internetcafé und dieses scheint ziemlich hoch verschuldet zu sein. Das findet unser Protagonist heraus und um dieses jetzt zu retten, will er jetzt wieder an einem Turnier teilnehmen und seine Skills auspacken und damit dann die Schulden bezahlen. Ob er das schafft oder nicht, müsst ihr schon selber herausfinden. Also darauf habe ich einfach mal Bock. Auf so eine E-Sports-Serie haben wir ja fast gar nicht in dem Bereich, leider. Meistens gibt es dann eher solche Serien, wo unser Protagonist in eine andere Welt kommt und eben nicht vor dem Bildschirm wirklich zockt. Aber es gibt zum Beispiel auch The King's Avatar, aber auch diese Serie hat es noch nicht zu uns geschafft. Nur der Vorgängerfilm The King's Avatar for the Glory. Deswegen hoffentlich gibt es da mal mehr Serien in diesem Bereich. Hätte ich mal Bock drauf. Soll im Oktober losgehen. Rachemäßig wird es dann wieder in The Kingdoms of Ruin. Da geht es nämlich um den guten Adonis und der wird von einer Hexe aufgezogen. Aber dann, wie auch in Spice and Wolf, stellen die Leute fest, oh, die Hexen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die sind überflüssig geworden, wir haben jetzt die Wissenschaft. Und nicht nur das, sondern sie machen jetzt auch Jagd auf die Hexen. Man kann sich das Ganze also so vorstellen, als ob Holo in der ersten Folge dieses Animes gekillt wird. Und dann Kraft Lorenz jetzt Rache üben will, so ein bisschen wie unser Protagonist aus Widow of Healer. Und dieser Widow of Healer-Vergleich ist auch nicht komplett weit hergeholt, denn der Manga bzw. Anime soll ziemlich brutal werden. Also davon haben schon einige berichtet, dass es da auch im späteren Verlauf des Mangas echt ziemlich krass wird. Wer also solche Rache-Geschichten mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Action-Fantasy-mäßig wird's dann wieder in Ragnar Crimson. Und da geht es um den Drachenjäger Ragnar und der ist ziemlich schwach. Zum Glück hat er im Team die gute Leonika und die ist trotz ihres Alters, trotz ihres Aussehens und trotz ihrer Größe extrem stark. Bloß dann werden sie trotzdem jetzt mit einem Drachen konfrontiert, der nochmal heftiger ist als die beiden und deswegen muss der gute Ragnar jetzt einen Vertrag mit Crimson abschließen, um dann halt deutlich stärker zu werden. Wer also extrem starke, extrem OP-Protagonisten mag, der sollte auf jeden Fall mal in Ragnar Crimson reinschauen. Ich habe mir auch den ersten Band des Mangas durchgelesen und der war einfach fantastisch. Und als ich dann mitbekommen habe, dass das Ganze ein Anime bekommt, habe ich auch nicht mehr weitergelesen, weil das will ich dann doch als animierte Serie sehen. Wahrscheinlich wird auch gleich der ganze erste Band in der ersten Folge adaptiert, denn die soll eine Stunde gehen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, also so 45-50 Minuten, denn in den meisten Fällen wird dann auch die Werbung mit reingerechnet und die zeigt man natürlich dann nicht bei dem Streaming-Anbieter. Losgehen soll es am 30. September. Eine noch längere erste Folge hat Frieren, das Ende der Reise, und zwar soll die 2 Stunden gehen. Ja, das wird auf jeden Fall ziemlich krass werden, aber erstmal erklärt, worum es bei der Serie geht, und zwar die gute Frieren ist eine Elfe und sie hat mit ihrer Gruppe den Dämonenlord besiegt. Aber das ist kein Spoiler, keine Sorge, sondern das passiert gleich am Anfang der Serie und darum geht's auch nicht wirklich in diesem Anime, sondern eben darum, dass die gute Frieren halt aufgrund, dass sie eine Elfe ist, länger lebt als ihre Gruppenmitglieder und sie sich jetzt langsam von diesen verabschieden muss. Das könnte also eine ziemlich emotionale Serie werden. Der Manga ist
ist auf jeden Fall auch heftig beliebt. Deswegen bin ich daran gespannt, ob wir dann jedes Mal die Taschentücher rausholen müssen. Losgehen soll es dann am 29. September. Um dann wieder auf andere Gedanken zu kommen, beziehungsweise vielleicht ab und zu mal zu lachen, sollte man sich die nächste Serie anschauen, und zwar I'm giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness. I will spoil her with delicacies and style to make her the happiest woman in the world. Ja, das ist auf jeden Fall ein crazy Titel, und zwar geht es um diesen Dude hier, den guten Alan, und der wurde Beast-Thema-mäßig aus seiner Gruppe verstoßen, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Und deswegen hat er sich jetzt im Wald zurückgezogen und trifft dann aber auf die gute Charlotte. Und der ist etwas Ähnliches passiert. Sie hat nichts falsch gemacht, aber wird trotzdem von ihrem Dorf verstoßen. Und jetzt will ihr unser Protagonist so ein paar böse Sachen beibringen. Diese bösen Sachen gehen aber, glaube ich, nicht in so eine zweideutige Richtung, sondern wie man vom Visual sehen kann, er verwöhnt sie jetzt mit allerlei Leckereien. Könnte auf jeden Fall ganz süß werden, soll im Oktober losgehen. Deutlich ernsthafter wird es dann wieder in der nächsten Serie, und zwar Firefighter Daigo Rescuer in Orange. Da geht es nämlich um Feuerwehrmänner beziehungsweise auch eine Feuerwehrfrau. Und die müssen jetzt einfach Brände bekämpfen. Und ich habe einfach mal darauf Bock, weil ich habe mir das die ganze Zeit bei Fire Force gedacht. Fire Force ist eine coole Serie, aber dann doch jetzt nicht unbedingt darauf fokussiert, irgendwelche Brände zu bekämpfen, sondern eher gegen irgendwelche Feuermonster zu kämpfen. Und ich habe einfach mal drauf Bock, so eine realistische Feuerwehrserie mir anzuschauen, was dann eher in so eine Richtung von einem Tokyo Magnitude geht. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Der Trailer sieht auch ziemlich gut aus. Müssen wir natürlich schauen, wie das Ganze am Ende des Tages umgesetzt wird. Denn scheinbar soll auch Japan komplett bedroht sein. Also hoffentlich geht das nicht in eine komplett crazy Richtung, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Losgehen soll es am 30. September schon. Auch ein Geheimtipp wird wahrscheinlich Migi und Dali. Leider gibt es nur bei der Serie einen traurigen Beigeschmack. Aber dazu kommen wir gleich. So handelt diese Serie nämlich von einem etwas älteren Ehepaar, und die wollten die ganze Zeit Kinder bekommen, aber sie haben es irgendwie nie geschafft. Doch jetzt ist dann doch der Storch vorbeigekommen und sie bekommen einen Jungen. Es stellt sich nur heraus, das wissen sie immer noch nicht, aber wir als Zuschauer erfahren das, dass nicht wirklich nur ein Junge in diesem Haushalt lebt, sondern scheinbar Zwillinge. Und die beiden tauschen dann auch regelmäßig den Platz. Warum sie das geheim halten müssen, dass sie in gewisser Weise Zwillinge sind, was es mit den beiden auf sich hat, in welche Mystery-Richtung das geht, das müsst ihr schon selber herausfinden, könnte auf jeden Fall eine ziemlich interessante Serie werden. Was nur leider traurig ist, dass die Serie, der originale Manga von Nami Sano kommt und sie ist erst vor kurzem verstorben im Alter von 36. Also sie hat, glaube ich, vor einem Monat erst erfahren, dass sie Krebs hat und ist da dann halt relativ schnell dran gestorben. Wahrscheinlich die meisten kennen sie von Haven't You Heard I'm Sakamoto, eine extrem lustige Serie. Ich glaube, Migi und Dali geht dann doch eher in eine etwas ernsthafte Richtung, Mystery-Richtung. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze wird. Soll im Oktober dann losgehen. Und dann noch ein letzter Geheimtipp von mir ist dann Kawagoe Boys Sing. Da geht es nämlich einfach um einen Männerchor. Und aktuell, trailermäßig, haben wir da noch nicht groß was gesehen. Aber was man zumindest gehört hat im Trailer, das hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also ich hätte einfach mal Bock wieder auf eine schöne Musikserie. Das wird nicht in die Richtung von Sound Euphonium gehen, auf dem Niveau wahrscheinlich nicht. Aber einfach mal eine Serie mit coolen Songs, hätte ich mal Bock drauf. Soll im Oktober losgehen. Wann genau, wissen wir aktuell noch nicht. Wie du es wahrscheinlich schon bemerkt hast, habe ich die Womans und Isekai Anime weggelassen. Es waren einfach viel zu viele. Wenn ich die auch noch vorstellen soll, dann drücke auf den Like-Button, dann werde ich das machen. Außerdem bekommen viele Anime in der nächsten Season, also im Herbst, eine Fortsetzung. Die stelle ich dir in dem Video oben rechts vor. Und für weitere gute Anime, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Auf welchen Anime freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!